Ey! Ey! Mann, was soll das? Ich werd nass! Was war mein Spitzname für dich, während wir in einer Beziehung waren? Stopp! Maus. Nein, Matze, tut mir leid. Ich weiß es. Boah! Alter! Das ist ja kaltes Wasser. Titti. Titti. Wie alt war ich, als meine Eltern sich getrennt haben? 18. Richtig. Boah, wie so ein Hund! Wie heißt ich mit dem zweiten Vornamen? Ey, das hast du mir vielleicht ein oder zweimal im Leben gesagt. Alessandra, Rivi. Also wirklich, so heißt du meine Schwester. Mann, Anna. Ja, das war Anna. Ja. Das weißt du, glaube ich, nicht. Wie alt war ich bei meinem ersten Mal? Warst du relativ jung und die Frau war auf jeden Fall sehr, sehr viel älter als du. 13. 14. Wie alt? Ach Mann, Alter. Mann, Alter. An meiner Jugendweihe. Okay, welchen Körperteil mag ich am wenigsten an mir? Dein Bauch. Hüftgold. Hey, wie krass bist du bitte? Du weißt ja echt Mann, so wichtige Sachen nicht. Aber das, was ist daran wichtig zu wissen? Das sind essentielle Dinge. Wir waren mal zusammen. Woran erkennt man, dass ich lüge? Es gibt mehrere Merkmale. Ja, sag mal ein paar. Wenn eins dabei ist, würde ich sagen, zählt es. Du schaust weg auf jeden Fall. Fingernägel kauen auch, würde ich sagen. Du willst dann natürlich auch nicht schwören. War noch nicht dabei. Schnappatmung. Was war's denn? Ich grinse dann immer so leicht. Dann versuche ich es mit dem Lachen zu überdingsen. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Wofür gebe ich am meisten Geld aus? Klamotten. Hä? Milan. Was? Ich gebe das meiste Geld für Milan aus, für unseren Sohn. Wovor habe ich die größte Angst? Sterben. Also wirklich. Hä? Angst vor einem Tier oder was? Drei. Schlangen. Zwei. Spinnen. Eins. Vor was denn, Mann? Höhenangst. Mann, Alter. Das stimmt, weißt du ja, doch. Stimmt. Was ist meine Lieblingsstellung im Bett? Wo man die Frau nicht sieht, also Doggy. Ja, richtig. Aber ich habe auch Missionar, also. Er kann auch Missionar. Okay, welchen Alkohol rühre ich nicht mehr an seit diesem einen schlimmen Abend? Das weiß ich doch schon wieder nicht. Jägermeister? Stimmt tatsächlich. Oh! Das war geraten, der Mist. Ich war auf dem Oktoberfest bei uns in München gewesen und habe halt Bier, Wein und Jägermeister gemischt. Mach ich nie wieder. Ich schmecke den Jägermeister, wenn ich ihn nur ausspreche, schmecke ich ihn schon. Was liebe ich am meisten an deinem Charakter? Ich bin nett. Ey! Ey! Mann, was soll das? Ich werd nass! Jetzt! Was denn? Deine Loyalität. Du bist die loyalste Person, die ich kennengelernt habe. Hab ich dir schon tausendmal gesagt. Oh Mann, scheiße, stimmt. Wie viele Haustiere hatte ich bis jetzt in meinem Leben? Zählen da auch so Kaninchen dazu? Alles. Nein, oh. Alles. Und du müsstest eigentlich auch von allen wissen. Du hattest Poli, Donna, Elsa. Zählst du die Hühner da auch mit dazu? Ja, die zählen auch dazu. Miezi? Zählst du Miezi auch dazu? Ja. 9? 11, sag ich. Du hast Mufasa vergessen. Scheiße, ich hab Mufasa vergessen. Wären es 12 gewesen? Ja. Nein! Welche Mahlzeit könnte ich jeden Tag essen? Heringsfilet mit Kartoffel, Blutwurst. Ich nicht jeden Tag essen. Schnitzel Mann. Mit Pommes. Keine Ahnung, zwei, weiß ich nicht. 1. Trüffelnudeln. Trüffelnudeln. Aber jeden Tag. Könnte ich jeden Tag essen. Okay, welches Körperteil finde ich fast immer süß? Nase. Ja. Sehr gut. Welches meiner Tattoos bereue ich? Also ich würde ganz ehrlich sagen, dass du keins so wirklich bereust. Richtig. Weil. Aber den musste ich einfach nicht. Du bist einfach so ein Pisser, wirklich. So Leute, das war's dann auch schon von Wer kennt wen besser und augenscheinlich kannte ich den Matze besser. Völlig richtig. Und falls ihr Lust habt, uns irgendwie noch weiter zu verfolgen, geht gerne auf unsere TikTok-Profile. Mein Name ist Matthias HHN. Und mein Name ist Jennifer_Rili, R-I-I-L-I.